Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir das Wunderei aus dem Ringmeer geborgen und aus dem ist letztendlich Manaphy geschlüpft. Allerdings sind wir so ein kleines bisschen aufgeschmissen gewesen. Dementsprechend haben wir Plaudergei befragt und das Kleine ist so ein bisschen arg verzweifelt und hungrig. Ich habe jetzt offscreen ein Blaugummi aus dem Lager geholt. Die haben wir ja Gott sei Dank im Laufe der Hauptgeschichte gut gesammelt. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Stück. Das sollte auf jeden Fall reichen. Dann wollen wir ihn doch mal nicht länger warten lassen. Möchtest du Manaphy ein Blaugummi geben? Also ganz ehrlich, man muss schon arg herzlos sein, um da jetzt auf Nein zu drücken. Svenja gibt Manaphy ein Blaugummi. Los, du kannst es ruhig essen. Es ist ein Blaugummi. Dummi? Dummi, Dummi! Oh, puh. Ist er das Gummi gegessen? Dummi, Dummi! Ha, es mag dich, Svenja. Und es beleidigt mich, aber das ist voll okay. Es ist so süß. Hey Svenja. Das Kleine ist noch ein Baby. Wie wäre es, wenn wir uns noch eine Weile darum kümmern? Ich glaube, was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich meine, wir können es ja nicht wieder ins Meer werfen. Und es ist halt schon echt niedlich. Okay, super. So machen wir es. Machen es! Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Was? Dieses Kleine ist ein Pokémon, das normalerweise im Meer aufwachsen würde. Diese Umgebung ist offensichtlich anders als das Meer. Hinzu kommt noch, dass wir so gut wie nichts über Manaphy wissen. Wer weiß, was passieren kann. Aber das Kleine wäre nicht sicher, wenn wir es einfach im Meer aussetzen würden. Lass uns auf das Kleine aufpassen, bis es etwas größer ist. Bitte! Wir werden uns gut um das Kleine kümmern. Versprochen. Schön, wenn ihr darauf besteht. Du musst dir keine Sorgen machen. Auf uns ist Verlass. Nicht wahr, Svenja? Natürlich. Okay, Manaphy. Fürs Erste ist das dein Haus. Haus? Genau, Haus. Wir werden auf dich aufpassen, kleines Kerlchen. Haus, Haus! Aber, was sollen wir denn jetzt machen? Dummi, Dummi! Oh, okay. Du willst ein Blaugummi. Es hat einen ganz schönen Appetit, unser kleines Manaphy. Okay. Finden wir noch ein Blaugummi für Manaphy, Svenja? Es ist so niedlich. Also, klar, kleine Kinder oder kleine Pokémon sind sowieso immer total süß. Und einfach, dass es anstelle von Gummi immer Dummi sagt, finde ich, einfach unglaublich niedlich. Also man möchte Manaphy einfach nehmen und knuddeln. Aber ich kann irgendwo auch Plaudergei sehr gut verstehen. Ich meine, das ist nicht sein natürlicher Lebensraum. Und alle anderen Manaphy schlüpfen ja nun mal auch vollkommen alleine im Meer und kommen irgendwie zurecht. Und es dann jetzt hier natürlich aufzuziehen, ob das so richtig ist, ist so ein bisschen fragwürdig. Aber ich kann natürlich auch Team Eclair verstehen. Ich meine, wer würde so ein kleines süßes Manaphy freiwillig wieder hergeben wollen? Und die beiden meinen es ja auch nur gut natürlich. Mal gucken, wie sich das so entwickeln wird. Ich würde gerne ausprobieren, ob ich jetzt auch zwischendurch Missionen machen kann. Weil ich meine, das geht. Es ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich meine, Manaphy hat gerade erst gegessen. Also kann es mit Sicherheit auch noch ein bisschen länger ausharren. Weil dann würde ich hier auf jeden Fall die ein oder andere Mission noch zwischenschieben. Mal gucken, ob das klappt. Denn ich will ja noch mit den legendären Schätzen weitermachen. Und zwar steht als nächstes der Lawinenberg auf dem Programm. Finde die Eisflöte, die auf dem Gipfel des Lawinenbergs liegt. So. Klingt natürlich ziemlich frostig. Auf jeden Fall. Mal gucken, da könnte Gracie so ein paar Probleme bekommen. Ich bin mir sicher, sie schafft das auch so irgendwie. Weil ich glaube, Jan und Svenja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Und auf Gracie müssen wir halt so ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob wir das jetzt wirklich machen können. Oder ob Jan drauf besteht, hey, wir müssen Manaphy füttern. Gucken wir einfach mal.
Svenja hat die Spezialmission Lawinenbergerkundung erhalten. Spezialmission: Erkunde den weit im Südwesten gelegenen Lawinenberg. Dort schlummert einer der 7 größten Schätze der Welt. Die Eisflöte. Viel Glück für euch! Oh, das liegt sogar auf der Blizzard-Insel. Das ist sehr passend, muss ich sagen, dass sie eben diesen Ort auch dorthin gepackt haben. Warum auch nicht, ne? War ja auch genug Platz. Die Mission ist streng geheim, die Mitteilung zerstört sich selbst. Das kennen wir ja schon. Gut, dann schaue ich mal, ob wir aufbrechen können. Wie gesagt, es wirkt so ein kleines bisschen herzlos. Manafi möchte gerne ein Blaugummi und wir gehen einfach. Es ist aber dieses typische Phänomen, wir müssen die Welt retten, die Zeit drängt. Wir machen erstmal ganz viele Sidequests. Es ist nicht immer so realistisch in Spielen. Kann ich jetzt wirklich einfach gehen? Ich meine, prinzipiell muss ich ja gehen können, weil ich ja Blaugummis sammeln muss. Ich kann heute irgendwie nicht ganz vernünftig reden. Das muss einfach an Manafis Niedlichkeit liegen. Schieben wir es darauf. So, Lawinenberg. Joa, dann wollen wir doch mal zurückkehren zur Blizzard-Insel und schauen, wie dieser Dungeon so wird. Ich meine, klar, wie gesagt, wir müssen ja eigentlich Schattstadt verlassen dürfen, um eben die Blaugummis zu sammeln. Aber ich hätte es dem Spiel auch zugetraut, dass sie gesagt haben, du darfst nur zur Schroffküste und nirgendwo anders hin. Da hinten ist noch ein Pokémon, ich sehe das genau. Jetzt nicht mehr. Ein Schritt erstmal auf die nächstbeste Falle getreten, so muss das. Wunderbar. Also die ganze Sache mit Manafi ist, wie gesagt, so eine eigene kleine Geschichte. Ähnlich wie eben die Sache mit Xerox. Was ich aber ehrlich gesagt eigentlich ganz gut finde. Weil ich meine, im Rahmen der Hauptgeschichte war es ja auch oft so, dass wir so kleinere Geschichten hatten. Unsere Auseinandersetzung mit Team Totenkopf, beispielsweise im Apfelwald. Die Expedition, gut, die hatte letztendlich so ein kleines bisschen, ouch, schon was mit dem eigentlichen Thema zu tun, mit den Zahnrädern, der Lähmung des Planeten und so weiter. Eben dank dem Nebelsee. Aber es gab schon, auch mit Azuril und Meryl am Anfang und Traumato, es gab schon viele kleine Geschichten, die sich zwar irgendwie so zu einem Gesamtbild zusammengesetzt haben und irgendwo letztendlich vielleicht auch wichtig waren. Beispielsweise das mit Azuril, der dimensionale Schrei, kam da zum Einsatz. Oh, das Wetter schlug um. Alles klar. Oder eben der Nebelsee, dann mit dem Zahnrad der Zeit. Also klar, du hattest da schon teilweise Tempo von Eis-Pokémon mit erhöht, wie ekelhaft. Ja, das sehe ich. Du hattest schon Parallelen zur Hauptgeschichte, die nicht unbedingt immer sofort ersichtlich waren. Ja, warum nicht? Du wärst eigentlich ein sehr guter Kai, aber ich tue es mal nicht, weil ich noch weiterleben möchte. So. Einmal zurück zur Gilde. Aber es gab natürlich auch einige Sachen, die wurden einfach eingeschoben, um den Alltag interessant zu gestalten. Weil es kann ja auch nicht alles immer was so mit der Hauptthematik zu tun haben. Und deswegen stört es mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, dass die Afterstory auch so ein paar kleinere Geschichten hat. Das sind teilweise natürlich optionale Dungeons, Herausforderungen, Dungeons, um legendäre Pokémon zu rekrutieren oder was weiß ich. Aber eben auch so kleinere Geschichten wie mit Xerox oder jetzt mit Manafi, was ich eigentlich ganz charmant finde, wie gesagt. Ich glaube, da kommt noch genug, was man letztendlich so ein bisschen auf die Hauptgeschichte beziehen kann. Und ich meine, so eine Afterstory ist natürlich auch nie so extrem umfangreich wie die Hauptgeschichte selbst. Zumindest von der Geschichte dahinter her. Ich denke, wir werden auf jeden Fall so viel zu tun haben, dass wir zeitlich doch einen großen Teil der Hauptgeschichte widerspiegeln können, von der Partanzahl her. Es hat sich selbst gekillt, super. Aber so von der Geschichte her, klar, die Hauptgeschichte ist natürlich länger, aber wir haben ja auch genug anderes zu tun. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so uninteressant, jetzt eben uns mit Manafi zu beschäftigen und plötzlich Eltern zu spielen. Wie gesagt, das ist so eine Sache. Wir haben das Ei jetzt aus dem natürlichen Lebensraum entwendet. Ob das so die beste Idee war? Sneebels Arm sieht übrigens nicht gesund aus, möchte ich mal so anmerken. Also ich meine, alle anderen Manafis sind eben auch im Meer geschlüpft. Und dann da einfach so einzugreifen. Hallo Empoleon. Guck mal Jan, das könntest du auch sein. Irgendwann, wenn die Glitzerquelle uns lassen würde. Also, wie gesagt, man kann Plaudergeil, glaube ich, ganz gut verstehen, dass er sich da Sorgen macht, ob wirklich alles so klappt. Wenn Manafi ja offensichtlich im Meer lebt und nicht unbedingt in der Tohaido-Klippe.
Aber ich kann auch die beiden voll verstehen, dass sie es jetzt nicht unbedingt wieder hergeben möchten und sich auch einfach Sorgen machen, es jetzt einfach wieder ins Meer zurückzupacken. Da kann man eine Hydropumpe. Aber gut, soviel zu Manafi. Da werde ich auf jeden Fall so ein paar Missionen zwischenschieben, weil ich die eben auch ganz gerne machen möchte. Und ein bisschen Ausdauer hat Manafi bestimmt, um auf seine Blaugummis zu warten. Konter. Ich meine, wenn ich keine hätte, müsste ich die ja auch erst sammeln. Und da man nicht immer auf Anhieb welche in der Schroffküste findet, kann das teilweise schon echt verdammt lange dauern. Aber ja, das Jan zum Manafi-Thema. Der Lawinenberg ist natürlich wieder einer der legendären Schatz-Dungeons, logischerweise. Da kann man Eiszahn. Doch, Lebensola, jetzt mache ich ja noch weniger Schaden. Wie viel macht so ein Donnerblitz? Nein, Multi-Hit-Attacken, nein, stop it, nein, ich gehe. Ich hasse doch Multi-Hit-Attacken bekanntlich. Die sind, wie wir jetzt schon sehr, sehr, sehr oft leider festgestellt haben, verdammt tödlich. Stichwort Octillery. Ja, wie gesagt, Lawinenberg, einer von diesen legendären Dungeons. Mag ich persönlich auch gerne, logischerweise. Es ist ein Eis-Dungeon. Passt eigentlich ganz gut. Autsch! Ich hatte die Hoffnung, dass Grace ihn mit angreift und ihn dann platt macht. Meine Hoffnung wurde zerstört, weil Grace dachte, sie ist eher dekorativ als hilfreich, aber in Ordnung. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel Schaden macht, das Nibuna. Aber okay. Ich würde behaupten, in der Afterstory ist es keine Schande, Belebersamen zu verbrauchen. Ich habe ein Boschugel rekrutiert. Nein. Auch da würde mir natürlich ein Name einfallen, aber ich lasse es lieber. Auch in dem Fall, ich möchte leben. Ich tue es lieber nicht. So. Tschüss, Botogel. Ich glaube, du bist sowieso nicht ganz so hilfreich hier. Ja, wie gesagt, ich mag den Ort ganz gerne. Die Größe ist eigentlich auch ganz human. Autsch! Ja, Jan hält da aber noch einen aus. Autsch, die Snibunna sind echt böse. Also hat eine annehmbare Größe. Ist größer als die Flüerwüste, das ist aber auch nicht schwer, und kleiner als das Abgrundmeer, was bei solchen regulären Dungeons auch nicht sonderlich schwer ist. Also die wenigsten haben dann wirklich mehr als 50 Ebenen oder so. Das ist dann doch eher die Ausnahme. Bummels, noch ein Bummels, perfekt. Einmal. Warum hast du ein Item gehabt? Du hast da doch geschlafen. Unter seinem Bauch gebunkert. Also den, das ist eine interessante Ebene. Den werden wir auf jeden Fall gut schaffen heute, den Dungeon. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und natürlich wartet am Ende auch wieder ein Boss auf uns. Irgendwie trifft niemand das Kusilla, habe ich so das Gefühl. Moment, doch, ich muss da lang. So wichtig ist der Orb da nicht. Das sah sehr, Gracie, sehr interessant aus. So. Aber ich will jetzt auf jeden Fall erstmal die legendären Schatz-Dungeons nach und nach abhandeln, weil ich finde schon, dass die eigentlich ziemlich spannend sind. Wie gesagt, die sind sehr unterschiedlich, was ich auch ganz toll finde. Auch unterschiedlich groß. Wir haben Legis, die wir potenziell rekrutieren können oder zumindest bekämpfen können. Und ich finde das auch eigentlich ganz schön zusammenhängend. Klar habe ich natürlich noch genug andere optionale Dungeons, die ich machen könnte. Also da gibt es noch einiges. Ihr habt vielleicht auch ein paar in der Liste gesehen, in der Liste, die aufgerufen wird, sobald ich eben aus Schatzstadt rausgehe. Aber ich finde einfach, so ein bisschen Zusammenhang ist da definitiv nicht verkehrt. Deswegen mache ich erst die ganzen Schatz-Dungeons. Die sind, wie gesagt, auch ein bisschen spannender, finde ich persönlich, so von den optionalen Sachen her. Dann können wir auch zwischendurch immer wieder mit der Hauptgeschichte weitermachen. Wie jetzt mit Manafi zum Beispiel. Ich würde jetzt vielleicht ein, zwei von diesen Dungeons machen, dann mit Manafi weitermachen und so weiter. Dass wir da auf jeden Fall eine schöne Abwechslung drin haben. Aber nach und nach will ich auf jeden Fall die Schatz-Dungeons erstmal machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Weil Abwechslung ist gut, aber so ganz kreuz und quer. Ich mache jetzt einen Schatz-Dungeon, dann mache ich die Hauptgeschichte, dann mache ich wieder was ganz anderes, dann mache ich wieder einen Schatz-Dungeon. So haben wir die quasi alle auf einem Streich, mehr oder minder, und gut ist. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ist zumindest meine Meinung. Ich meine, jeder macht sowieso anders, ganz klar. Also ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die die Art und Weise, wie ich das jetzt mache und die Reihenfolge total verwirrend finden und total seltsam. Weil das vielleicht Leute sind, die immer erst komplett die Story machen
und dann die optionalen Sachen. Aber man kann sich ja mit allem irgendwie abfinden. Also generell, ich glaube, wenn ich mir ein Let's Play angucke, von welchem Spiel auch immer, wenn es jetzt nicht gerade so ein Totalausfall ist, wo ich mir denke, um Gottes Willen, was macht er oder sie da, dann kann man damit eigentlich ganz gut leben. Wenn man immer so ein bisschen sich vor Augen fühlt, dass es eben einfach jeder anders macht. Wo ist die Treppe? Es war so klar. Das habe ich doch von außen schon gesehen, dass das ein Monsterraum ist. Nicht, dass es mich davon abhalten würde, da reinzulaufen. Aber da lagen eindeutig zu viele Items. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zählen kann ich schon mal. Aber ich finde das faszinierend, dass der Ladungsstoß wirklich jeden getroffen hat. Also normalerweise verfehlt er ja auch ein paar Pokémon. Aber auch wenn wir Mamutl und so weiter vielleicht nicht besiegen konnten, wir haben zumindest nicht jedes Pokémon in diesem Raum hier getroffen mit unserem Ladungsstoß. Ah, Rosa Gummi und Graugummi nehme ich auch mit. Hallöchen. Der Ladungsstoß ist so praktisch. Ich weiß gar nicht, was es noch so gibt. Es gibt, glaube ich, Vakuumhieb trifft auch alle. Habe ich ja auch schon 1000 Mal gefunden gehabt als TM. Hitzewelle trifft alle. Surfer meine ich auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Surfer nicht vielleicht die eigenen Pokémon auch trifft. Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, ohne diese Raumattacken ist man teilweise doch echt aufgeschmissen. Beziehungsweise macht es sich nicht unnötig schwer, aber macht es sich einfach schwer. Gracie, kriegst du das hin mit dem Mund hier? Das werden wir gleich herausfinden. Ah, Level 54, ja. Achso, Gracie hat einfach keinen Bock auf das Mundtier und läuft einfach weiter. So kann man das natürlich auch handhaben. Ist vielleicht nicht die schlechteste Taktik, einfach wegzulaufen. Taktischer Rückzug. Nein, noch mehr kleine Jans. Kann ihr euch alle mit Ladungsstoß eigentlich treffen? Ich meine, ihr seid alle im Sichtfeld. Na, ist Altaria nicht, aber ist nicht so schlimm. Was macht überhaupt Altaria hier? Es hat sich schon so ein bisschen hier reingemogelt, oder? Meryl und, Plinfa und Empoleon, Sneebel, Sneebuna, also ich sag mal Wasser- und Eis-Pokémon. Kann ich verstehen, ne? Ich meine, Plinfa ist ein Pinguin, hier sind Eisschollen, ne? Okay, aber Altaria? Vor allem hat Altaria nicht so eine minimal dicke Eisschwäche. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es sich wirklich freiwillig hier auf der Blizzard-Insel aufhalten möchte. Aber jedem das Seine, ne? Vielleicht schwitzt das Altaria auch einfach unter diesem ganzen Fell, in Anführungszeichen, und dieser ganzen Wolle. Man weiß es nicht. Ah, da ist die nächste Treppe. Sehr gut. Dann schaffen wir den Dungeon vielleicht tatsächlich heute noch. Der hat nämlich, das kann ich jetzt ja sagen, wir haben ja schon einiges geschafft, 19 Ebenen. Da kam eine Hydropumpe und da komme ich nicht dran. Na gut, ist auch nicht so wichtig. Und dann kommt eben noch der Boss. Ich meine, ist logisch, dass die Schatz-Dungeons alle einen Boss haben. Ich meine, das war bislang immer so bei Kyogre und Groudon und es wäre irgendwie seltsam, das jetzt zu ändern. Vor allen Dingen, wenn es hier offensichtlich irgendwelche legendären Schätze sind. Die werden zumindest besser bewacht als manche Zahnräder der Zeit, ne? Hallo? Ich meine, Selfo und Co. machen ihren Job mit Sicherheit gut. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber Schemengehölz zum Beispiel? Gut, der Dungeon ist ziemlich gut versteckt und ziemlich groß. Aber ob das so als Abschreckung reicht? Ansonsten, das aus der Bonus-Episode wurde immerhin von Ditto so halbwegs bewacht. Wurde er durch diese Täuschung, sag ich mal, beschützt. Aber das Schemengehölz? Vielleicht hat es ja mal einen Wächter und Reptin hat ihn einfach platt gemacht. Beim ersten Mal. Man weiß es nicht, aber die Schätze werden auf jeden Fall gut bewacht. Ja komm, Bummels. Von mir aus. Achso, du bist auch niedrig vom Level her. Dann bitte einmal zurück zur Gilde. Und wir machen weiter. So. Also, ich muss sagen, der Dungeon ist eigentlich ziemlich angenehm. Also, ich kenne Schlimmeres, ne? Stichwort Abgrundmeer. Das fand ich doch wesentlich unangenehmer. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich tatsächlich gar nicht mehr so viele Äpfel im Lager habe. Also ich habe mittlerweile von allem richtig viel, aber gar nicht mehr so viele Äpfel, weil als ich dann die ganzen Dungeons freigeschaltet habe beim Wiederverwerten, habe ich auch viele Äpfel wiederverwertet, aus denen konnte man nämlich Sinelbeeren machen. Und da ich einfach irgendwas brauchte,
Ja, habe ich die einfach dafür missbraucht? Weil Äpfel hat man eigentlich immer. Und deswegen habe ich mittlerweile kaum noch Äpfel. Also da gucke ich auf jeden Fall jetzt regelmäßig bei Kecleon vorbei, ob da vielleicht welche im Angebot sind. Weil es gibt nicht so viel Schlimmeres, als dann wirklich im Dungeon zu verhungern. Das ist immer sehr unglücklich. Weil der Dungeon hat mich scheinbar gehört. Zack. Und meint mir ganz viele Äpfel geben zu müssen. Huch. Hallo Matschfalle. Gut, dass das mit dem Ebenenwechsel resettet wird. Das wäre auch mal ein richtig, richtig gemeiner Dungeon, wenn du alle Statusveränderungen bis zum Ende durchschleppen würdest. Lawinenberggipfel. Suchende der sieben Schätze. Ich bin Arktos, Wächter des Lawinenbergs. Wenn ihr nach dem Schatz sucht, überwindet die klirrende Kälte. Ich fordere euch heraus, über euch hinauszuwachsen. Zeigt mir eure Kraft. Jetzt geht es los. Ah, erstmal einen Schritt zurück. Ich bin ja sowieso ein großer Arktos-Fan. Ich mag Arktos auch am liebsten von den drei Vögeln. In PMD1 hatte ich extremst Hass auf dieses Pokémon. Beim allerersten Durchspielen habe ich einen Bisasam gehabt. Und ja, es hat mich ziemlich arg platt gemacht. Ach komm, wir sind mal so nett. Und ich habe diesen Dungeon wirklich tausendmal gefühlt machen müssen. Und es war echt nicht so leicht, aber ich glaube, hier sollten wir kaum Probleme haben. Also nicht mit Ladungsstoß. Das sollte echt recht angenehm sein. Yep, das ging schnell. Die Schatzbox enthält eine Eisflöte. Einen der sieben Schätze. Sehr schön. Haben wir den Dungeon auch geschafft. So, Manafi wartet wahrscheinlich schon, aber ich glaube, hoffe, er hat noch ein bisschen Geduld. Oh, sieht so süß aus. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Manafi. Okay, Svenja. Wir müssen für Manafi ein Blaugummi besorgen. Also es ist immer noch sehr geduldig auf jeden Fall. Und ich finde das so süß, wie er sein eigenes Bett bekommen hat und uns morgens auch begrüßt. Dann würde ich vorschlagen, im nächsten Part machen wir noch einen von den Schatz-Dungeons. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als die Hälfte geschafft, nämlich dann 4 von 7. Und danach kümmern wir uns weiterhin um Manafi und gucken mal, wie das Ganze sich so weiterentwickelt. Oder will ich ihm vielleicht jetzt erst das Blaugummi geben? Ha, ich weiß gar nicht so genau. Muss ich mir mal überlegen. Auf jeden Fall würde ich schon gerne als nächstes einen Schatz-Dungeon machen. Ich weiß aber nicht, ob es dann trotzdem sinnvoll ist, Manafi vielleicht jetzt schon zu füttern. Überlege ich mir auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.